Okay, der ist schon mal platt. Und noch schnell auf den hier draufhauen. Dann haben wir mal so ein bisschen mitarbeiten. Alter. Die Viecher machen einen Damage, ne? Mit ihrem blöden Gift- und Blutungsdecks. Das ist natürlich für dieses Event, ist ja krass. Okay, ich habe hier nebenbei. Schade, dass das Herz ist sehr, sehr lustig, wenn man es nicht damit macht. Also, wenn man hier das Herz auf eine andere Art und Weise macht. Was schade ist, weil es wirklich, das ist wirklich sehr lustig. Ich hätte es uns gegönnt, das anders zu erleben. Aber so geht es natürlich auch. Dann wollen wir mal die Akku von den Kreithypnos ziehen. Ich bin gerne drinstehen. Wow, ja genau, Honey, stell dich da noch rein. Ist klar. AW, kannst du mal ein bisschen hier Zustände abschütteln und so, weißt du Bescheid. Au. Ah, der ist fast tot. Greif den mal bitte an. Einmal noch, HW. Einmal zubeißen, sag ich doch. Ach, da kommen sie schon wieder von an. Das ist hier Massenkeile! Bam! Bam, 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 bam. Nein, 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 nein. Aber ich sind auch mal, die kommen jetzt nicht übers Wasser, okay. Ihr könntet von da oben auch mal runterkommen und runterhelfen, also hier helfen und so, statt immer zu sagen, ich greife die Jäger an. Ja, und ihr hockt da oben und guckt euch um und macht Eier schaukeln oder was? Oh. 2 Minuten noch, 2 Minuten, das schaffen wir, das schaffen wir. Töte den riesigen Hai. Nee, das mache ich jetzt nicht nochmal. Was mit dem eng werden? Ich weiß ja nicht. Bis jetzt machen die Kreiter das echt ganz gut. Hat einem so ein bisschen Angst. Nein, 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 nein. Schnell, Harvey. Boah, ich brauche hier nochmal einen Pfeilhagel. Nein, das sind Bolas. So, das Durchschießen nutzen. Heilen. Geh mal da rüber zu deinem Bro. Wow, die habe ich zusammen unterbrochen. Großartig. Oh Gott, Jesus. Die sind aber auch nicht sonderlich abwechslungsreich, die Kreid. Die könnten ja auch mal von der Luft aus angreifen. Oder vom Boden. Nein, immer vom Wasser und vom Tor. Nope, 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 aua, nope, 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 nee, 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 nee. So. Oh, da ist schon einer. Party geht's nicht mehr so gut. Party! Ich rette dir! Hier kommen wir und retten dir! Oh, nur 40 Sekunden. We got this. Also so als Anfänger stelle ich mir das Event hier schon ganz schön heftig vor. Jetzt kommen sie schon wieder durchs Wasser. Ihr könnt ja mal in der Zwischenzeit gleich mal wieder die Wasserbarrikade aufbauen. Nein, wird nicht aufgebaut. Lass mal einfach so stehen. Verursacht Blutung und vergiftet. Das ist ja noch gelinder ausgedrückt. Ja, dann komm. Ich bleib da in der Falle stehen. Habe ich kein Problem mit. Wie viel Blutungsdecks du noch? Ha, wie viel Blutungsdecks du noch? Wow! Wahnsinn. Was? Was? Nein, 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 nein. Party! Gott, wir haben es geschafft. Oh, wir haben es geschafft. Und den letzten Platt gemacht. Wow, wir haben schon fast wieder das nächste Level. Ich glaube es ja nicht. Okay, dann gehen wir mal, gehen hier wieder alles aufbauen, hoffe ich. Dann gehen wir mal kurz aus dem Dorf raus und dann zeige ich euch mal, wie das hier mit dem Herzchen war. Und zwar hätte man halt hier so Inkredenzien mischen können und damit lauter lustige Sachen mit den Gegnern hier anstellen können. Ich weiß nicht, ob man das auch noch nachträglich machen kann. Vielen Dank für eure Hilfe beim Zurückdrängen der Kreid. Unsere neuen Alchemiekenntnisse werden einen großen Unterschied ausmachen. Nehmt euch für diesen gerissenen Kreid in Acht, sie sind noch nicht ganz besiegt. Ich will euch nicht irgendwo aufgeschlitzt vorfinden. Geht stärker aus dem Dschungel. Und das sind halt die Alchemie-Sachen, die es dann halt da gegeben hätte. Oh, sogar Stufe 55er Zeug. Charlotten in Gross. Kann ich mal wieder ein paar mitnehmen. Bot verkaufen. Und benutzen. Einlagern.
Ja, damit kann ich jetzt nicht mehr interagieren. Da konnte man so lustig Sachen werfen auf die Gegner. Das war voll gut. Das hat voll viel Spaß gemacht. Die Wegmarke da unten war es jetzt noch. Ich die ganze Zeit eiskalt umgehen habe. Nein, umgangen habe. Umgehen habe. Der voll gute Deutsch heute. Ich habe voll gelernt Deutsch, ne? Ich voll gut. Ah, ist richtig. Der gute Deutsch. Mann, da schwör der gute Deutsch. Okay. Da springe ich doch mal lieber da drüben an Land, ich dann an der Wegmarke herumhüpfe und die ist irgendwo auf einem Hang und ich komme nicht dran. Und da sehe ich Brombeeren. Geil. Ist zwar leider nicht wie in Sims 4, dass Brombeeren so unglaublich viel wert sind, aber man kann damit Brombeerkuchen backen und Brombeerkekse. Oh, wie der Busch gewackelt hat, voll gut. Und da ist noch Platinerz. Ach, kann ich auch einfach außen rumgehen, dann wäre es nicht ganz so kompliziert. Dann hole ich nochmal Platinerz ab. Oh, damit habe ich gerade den Stufenaufstieg gemacht. Mit dem Abbauen von Erzen. Wahnsinn. Stufe 77. Was nehme ich denn dafür? Welche? Dann nehme ich die Balthasar-Runen. Die sind aber noch besser. 18 Heldenpunkte habe ich bekommen. Das reicht aus, um mich vollkommen auszuskillen, nicht wahr? Naja, sowieso. Tja, alle anderen Heldenpunkte haben wir übrig und können sie als Währung im Spiel benutzen. Damit sind wir ausgeskillt. Und wir haben die Baumgrenzenfälle zu 100% abgeschlossen. Das war's? Das waren die Baumgrenzenfälle. Transmutationsladung. Und Platinerz. Und nochmal ganz viel XP. Ach Mensch, schön. Ein Speer kann ich sogar... Na, das ist aber nicht so cool wie mein Speer. Ja, aber das Platinerz, das nehme ich gerne. Hätte ja auch mal ein Schwarzlöwentruhenschlüssel drin sein können, aber nein. Das Spiel nur so... Und ich nur so... Und dann das Spiel wieder so... Und dann haben wir uns geprügelt. Wie kleine Mädchen. Okay, wow. Das haben wir, also, das haben wir gut gemacht. Baumgrenzenfälle zu 100% abgeschlossen. Das bedeutet, wir können uns jetzt weiter um die Story kümmern. Und müssen dafür in den Hain. Ach, ja. Königintal 100%. Kesseckshügel 100%. Genderanfälle. Gut, Löwenstein in der Regel. Lassen wir mal außen vor. Auflaschreckklippen 100%. Höhlbrack 100%. Baumgrenzenfälle 100%. Die Ebenen von Aschfurt sind wir nur mal reingelaufen. Wir haben die Felder der Verwüstung mit 100% abgeschlossen. Ratazum war ich nur mal kurz drin. Wetterfels 100%. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Der Charakter ist auf einem guten Weg. Fällt mir. Macht Spaß. Das möchte sich auch wieder alles etwas genauer anzugucken. Ja, dann müssen wir jetzt zurück nach Löwenstein, um in den Hain zu kommen. Und, nutze mal die Gelegenheit, in meiner Bank ein paar Gegenstände zu hinterlassen, die ich gerade nicht mehr benötige. Damit wir uns aufmachen können ins nächste große geschichtliche Abenteuer von Guild Wars 2. Hamas, Hamas, Hamas. Wow. Tschüss FPS, ich habe euch auch nicht gemocht. Viel Zeug. Oh man, Foliant des Wissens. Damit will ich schon mal wieder eine Stufe aufsteigen. Ach, die sammeln sich so schnell an. Was ist das hier? Glinz, Isolationsfarbe, okay. Alles mit mir rumschleppe. Ich habe noch Ausrüstungskisten. Ja, Mensch. Doch gut. Das ist eine 18er-Tasche. Das ist okay. Haben wir da lauter 18er-Taschen? 15er-Taschen? Wisst ihr was? Ich gehe mir noch Halloween-Taschen holen. Ich glaube, ich müsste mir noch Halloween-Taschen holen können. Zumindest bis hier runter. Wir haben zwei unsichtbare 18er-Taschen, mehr brauche ich auch nicht. Ich hole mir jetzt beim Festtagshändler Halloween-Taschen. Das müsste... Es gibt ja bald wieder Halloween. Oh mein Gott! Heart of Thorns kommt, Halloween kommt. Binding of Isaac Afterbirth kommt. Ich freue mich auf all diese Spiele so unglaublich. Das könnt ihr euch kaum vorstellen. Das wird so großartig. Wird so toll alles. Es wird ein ganz toller Oktober. Es wird ein wunderschöner Oktober, in dem ich eigentlich voll wenig Zeit habe zum Zocken und Aufnehmen, weil ich umziehe. Also ist es geplant, dass ich umziehe. Noch haben wir den Mietvertrag nicht unterschrieben. Weil ich immer noch hoffe, dass sie ein paar Sachen in der Wohnung ausbessern. Weil, mein Gott, die ist ganz schnell runtergekommen. Was habe ich gesagt? Altbau. Ist halt einfach so. Guck mal, ja. Ja, komm, ich habe noch 39. Yo, Halloween-Kanister. Einmal. Und zweimal. Kann man nie genug haben. Und dreimal. So.
Was mache ich mit den restlichen Taschen? Also die 18er Taschen nicht, die packe ich wieder auf meine Bank. 15er Taschen könnte ich mal fragen in der Gilde, ob jemand Bock hätte, die zu übernehmen. Weil das, ich repräsentiere ja immer meine Anfängergilde. Braucht jemand bevorzugt Anfänger noch eine Tasche? Mal schön fragen. Was, mich hat irgendjemand in eine Gruppe eingeladen? Habe ich nicht mitgekriegt. Ich kriege heute wieder nichts mit. Ich weiß nicht, wie viele überhaupt noch online sind. Heute nicht so viel. Wie sieht es mit unseren Aufwertungen aus? Darum kümmert sich ja zurzeit McKillian, einer meiner Moderatoren von unserer Hauptgilde. Und wir wollen die Garde des Sonnenaufgangs eventuell wirklich als Anfängergilde aufziehen und auch Anfängergildenmission mit der Garde des Sonnenaufgangs machen. Muss ich, wenn ich wieder mehr Zeit habe, konzeptionell noch ein bisschen arbeiten, dass wir Anfänger gezielt rekrutieren, ob wir in der Lage sind, eine zweite Gilde zu führen, aber halt eine Anfängergilde. Und Leute, die in der Anfängergilde langsam zu Veteranen aufsteigen, haben dann halt entweder dort halt die Chance, eine höhere Position einzunehmen oder zu sagen, hey, ich möchte auch zu den Hütern des Lichts. Aber wer zur Garde des Sonnenaufgangs kommt, kommt nicht automatisch zu den Hütern des Lichts, weil wir nehmen halt auch gerade Fans von mir nicht so gerne auf, weil das halt immer doch teilweise recht anstrengend damit enden kann, weil die Leute halt voll die Erwartungen reinstecken mit Honey spielen und so weiter und so fort. Und wir wollen das halt dann schon schön bunt gemischt haben, deswegen nehmen wir bei den Hütern des Lichts momentan auch erstmal so gar niemanden mehr auf. Weil die ist fast voll, die Gilde, und wir haben eine wirklich gute, immer 150-Mann-Besatzung. Ja, von daher. Okay, keiner will die Tasche haben. Mal, Gildenkopfgeldjagd-Training können wir schon machen. Ist ja großartig. Dann porte ich mich mal wieder zurück und leg das alles ab. Wenn das keiner haben will, dann will das keiner haben. Wenn ich glaube noch Platz für habe. Wer sucht, der findet. Wo soll ich das denn noch hinpacken? Dinger, die kriege ich immer, wenn es irgendwie Daily gibt, kriege ich die da. Hier sind noch Exos. Die packe ich einfach mal so lange dann da rein. Zack und zack. Vielleicht kann ja noch ein Low-Level-Charakter von mir die gebrauchen, bestimmt. Lasst uns doch mal schauen, welcher Low-Level-Charakter eventuell noch hier vernünftigen Taschenplatz bräuchte. Uff. Hast du einen vernünftigen Charakter? Taschenplatz gibt. Oder meine Nekromantin. Weiß es nicht. Schwierig. Guck mal, bei Lortex ist es der Charakter, den ich als nächstes hochleveln möchte. Nicht pfeifen, Honey. Ja, ich weiß, mir leid. Sorry. Ja, 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 ja. Oh, Mensch. Guck mal. Wer sucht? Da kann ich ja vielleicht mal in der Gilde dann auch fragen. Wobei. Ach, guck mal, der hat schon ausgestattete Taschen. Ja, Spezialisierung, meine Arsch. Das ist was, worum geht's wieder im Gildenchat? Ich krieg wieder nichts mit. E-U-A-I-O. Was gibt's denn hier noch? Was haben wir dann hier noch, was eventuell nicht gelöscht wird? Was nicht gelöscht? Munix, was ist mit dir? Lade, lade, Balkon, den ganzen Tag. Lade, lade, Balkon, mach den Prozessor nicht stark. Weil Prozessoren haben ja keine Muskeln, also von daher. Ich kenne euer Gesicht aus dem Traum. Was hast du alles für einen Scheiß im Inventar? Du hast auch 15er Taschen. Aber du könntest zumindest könntest du 18er Taschen gebrauchen, weil mit dir spiele ich viel PvP und das ist ja dann auch immer. Na komm. Auch doof dann. Ja, gut. Hat Krempel. Guck dich das an, das ist schlimm. Schlimm. Und Charakter, den ich auch behalten werde und nicht wieder lösche von den Lois? Weiß nicht. Ja, den.
Der ist zwar erst Stufe 13, aber den level ich halt auch ganz langsam hoch. Das ist mein Challenge-Dieb, mein du legst nie wieder andere Rüstung an und kämpfst mit dem, was du von Anfang an hast, Dieb. Und das ist ganz schön anstrengend, wie ich feststellen durfte. Also es wird schon im Startgebiet anstrengend, da könnt ihr euch einfach mal vorstellen, wie krass so eine Challenge ist. Die habe ich mir ein bisschen selber gesetzt. Ich habe mir überlegt, dass wir sowas auch mal streamen könnten. Stufe 1 bis Stufe 80 mit irgendwelchen bestimmten Voraussetzungen, die es möglichst schwer machen, aber meinem Spiel entsprechen. Gibt es ja diverse Challenges und so auf Reddit, aber ich würde mir dann da selber eine stellen, die einfach zu meinem Spielstil passt. Ja, guck mal, du hast doch hier total den Müll. Das ist doch super. Da freut man sich doch gleich total. Hier los. Fünfzehner Tasche. 12er Tasche. Ach, hier habe ich Rocksköcher drauf. Okay. Und das sind die ganz kleinen Taschen. Die will sowieso keiner haben. Und dann das da. Kleine Lederbeutel mit 4 Plätzen. Das ist widerlich. Sowas. Überhaupt verboten im Spiel. Wird aber auch immer von den Gegnern gedroppt. Deswegen ist das ein bisschen anstrengender. Weil der ganze Krempel, den ich immer so bekommen habe. E-E-O-A-I-O. Ja, jetzt hat der Charakter auch ganz guten Taschenplatz. Ist in Ordnung. Und wieder ausloggen. Und wo waren wir stehen geblieben? Weiterfahren. Mann, Stufe 77. Wir sind bald Stufe 80. Ey, das ist der Wahnsinn. Das bedeutet, wir können uns ganz bald schon darum kümmern, ein geiles Bild zu basteln. Irgendwas Verrücktes. Irgendwas Alternatives, was man mit dem Waldi so nicht spielt, wird das auf jeden Fall. Ich habe ja schon mal eine Rüstung von jemandem bekommen. Ja, mit der werden wir auf jeden Fall spielen. Da haben wir eben so lieb, hat mir eine Exo-Rüstung geschickt. Ey, total super, total großartig. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Die habe ich auch immer noch, die beiden Briefe. Die werde ich auch erst dann quasi öffnen und annehmen, wenn ich hier mit meinem Charakter, ne, wisst ihr Bescheid, Stufe 80 geworden bin. Aber das dauert ja wahrscheinlich nicht mehr sonderlich lange. Gibt es bald mal wieder neue Schwarzlöwentruhenwaffen? Das wäre schön. Ich weiß, die sind noch gar nicht so lange drin bis jetzt, aber... Ja, das sind die Trainer-Sachen. Na gut, doch, die sind schon einige Zeit jetzt drin. Hui, weh. Habe ich mich durchs Schlüsselloch geglitscht. Und hat dann durchmarschiert. Ist doch schön rege im Löwenstein, dass... Ein- und Ausgehen der Charaktere. Das hier finde ich vom Baustil halt toll. Das hat Schiffcharakter. Das hat sowas von Ur-Löwenstein. Aber das, was sie da drin gemacht haben, also ich bin mir ja nicht sicher. Also ganz so glücklich bin ich damit nicht. Aber mein Gott, es ist Geschmackssache. Und da werde ich nicht jetzt sagen, das haben sie schlecht gemacht oder sowas, sondern es ist Geschmackssache. Und das, mein Geschmack ist es nicht. Aber das war's jetzt erstmal mit Let's Play Guild Wars 2. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und denkt dran, Guild Wars 2 ist jetzt kostenlos zu spielen, ja? Mit dem Link in meiner Videobeschreibung könnt ihr euch ganz einfach anmelden, kostenlos Guild Wars 2 spielen mit leichten Einschränkungen. Und wenn ihr den Link dort benutzt, das ist ein Reflink, dann unterstützt ihr mich und meinen Kanal und meine Arbeit dabei auch noch. Das wäre natürlich ganz toll, das müsst ihr aber nicht tun. Ihr habt allerdings dadurch keinerlei Nachteile oder Vorteile oder irgendwelche vermehrten Kosten. Genauso wie wenn ihr Heart of Thorns über den Link in der Videobeschreibung kauft, das ist das Gleiche. Da, ja, ne? Hab quasi nur ich was vor. Und ihr natürlich, meine Dankbarkeit ist vollkommen klar. Tja, bis bald. Danke fürs Zuschauen.